Hallo Leute und willkommen zurück zu Frainbow. Das letzte Mal war ja ohne Webcam, ja genau. Es war ohne Webcam, einfach weil ich mich nicht so besonders gefühlt habe. Und wir würden sagen, wir führen fort bei den Zwillingen. Ich muss gerade feststellen, dass mein Headset wieder ultra laut ist. Und es mir die Ohren wegpustet. Yay! So, und kaum nehme ich auf und meine Nase juckt. Was ist nun los hier? So, wir waren bei den Zwillingen, die uns einen Zettel das letzte Mal gegeben haben, den wir uns noch nicht angeschaut haben. Aber so wie es aussieht, würde ich sagen, wir haben doch alles bestimmt zusammen für das Rezept, oder? Wir schauen es uns mal an. Den alten verlorenen Jungen beschwören. Okay. Verloren in der Dunkelheit, verloren in den Tränen. Dein Körper wird zu Lügen durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Man braucht das Herz eines Frosches, den Kopf einer jungen Jungfrau, Haare und Blut einer schwarzen Katze, ein Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. All dies musst du zusammen in einen Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Das kann ich nicht aussprechen. Manambu Kasnai, oh, Manai, Irk Bonde, Iburge, Ich Iburge Mon. Iburge Mon? Kasnai Mu. Ubaka Ibur Fivern. Okay. Ja. Hi. Er schon wieder, aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist er? Ich komme immer in diesen Brunnen zurück, weil wir können ja hier schon mal benutzen mit dem Wasserhahn. Okay, Wasser, Wasser im Topf, fertig zum Kochen. Haben wir schon mal das. Hier hatten wir, glaube ich, nichts weiter. So viel ich weiß. Wir gucken mal wieder hier zurück. Okay, hier hatten wir unsere Pillen noch gar nicht. Aber ich komme halt echt immer in diesen Brunnen. Wirkst frisch, liebst du noch? Hallo kleines Baby, was machst du hier? Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte es sein? Sieht aus wie ein Stein an einem Strick und nicht wie eine Flasche. Wie könnte ich denn da dran kommen? Ja, eigentlich nicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Hier. Achso, ja, stimmt. Das war ja. Mit der Pille komme ich ja dahin. Ha, 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 habe ich vergessen. Was ist hier eigentlich? Warum ist hier Teil schwarz und weiß gemalt? Suche ich sicher nicht. Vielleicht hatten sie nicht genug Farbe, um alles zu malen. Ich glaube, jeder hat einen anderen Stil und Geschmack. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Vielleicht hatten die da vorher schon mal das Ritual versucht. Das offene Fenster hilft mir ja null, oder? Oh doch. Oh, hi! Hey, du! Ja, wer spricht da? Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt es? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue dem Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wieder von Zauberern zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Eine Kröte und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. Das ist schrecklich, darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich denn tun? Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn nicht du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ? Ich gebe mein Bestes. Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will wirklich hier weg. Oh. Kann ich
es mir echt aussuchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Brett vom Kopf, das stimmt sogar. Was du als deine Gabe hast, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Wer hat dir das gesagt? Ich bin eine sprechende Kröte. Ist das normal? Ich denke nicht. Aber du kannst mit mir sprechen. Das macht dich zu etwas Besonderem. Logisch. Ja, du hast recht. Aber was ist mit den Sachen, die ich sehe? Hast du alles gesehen? Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Mal sehen, was ich finden kann. Okay, wir gucken mal hier vielleicht. Zweifel brauchen die Wahrheit auf Papier. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Zweifler. Ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben steht. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Okay, Zweifler. Ich habe da die Schreibmaschine. Da stand das ja, man soll was aufschreiben. Okay, wir gucken einfach mal. Okay, hier. Das ist das Mädchen, was er meinte. Mein Gott, der Geruch! Armes Mädchen, wer hat dir das angetan und warum? Ich da auch raus? Nee, ne? Und hier komme ich ja immer nur in den Brunnen. Es sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. Die Stufen enden an einer Wand. Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Na, dann ging es nur hier hoch. Mal sehen. Da waren wir drin. So ein bisschen. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Ich werde mich nicht hinlegen. Das sind die Puppen, die wir gesehen haben. Kann ich hier noch irgendwas aufnehmen? Hm, das Parfüm riecht wie Teenager. Spiegel, aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Wenn ich hier die Pille nehme, falle ich runter, ne? Ja. Ups. Wo bin ich? Hallo! Hallo? Oh oh! Oh nein! Was ist passiert? Ah, jetzt bin ich da. Da hatte ich es wohl kurzzeitig verbuggt. Die Pillen weg. Gehen vielleicht mal zu unserem Kätzchen und vielleicht hat der ja eine Ahnung. Hallo, Mr. Midnight. Oh, Fran, hast du den Schlüssel schon? Nein, mein Liebling, tut mir leid. Diese Mädchen sind gruselig. Sie wollen mich nur benutzen. Sie haben mir Haare abgeschnitten und etwas Blut abgezapft. Das ist schrecklich. Ich glaube, das ist für das Rezept. Ich glaube, es sind Hexen, verrückte Hexen, wie in der Geschichte, die wir so mögen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, Fran, was haben diese Mädchen dir gesagt? Sie haben mir gesagt, sie waren vorher nicht zusammengenäht. Und dass sie Rache hat, der ihnen das angetan hat. Und sie zeigten mir einen Schlüssel. Ich bin mir sicher, er ist für den Käfig. Sie verkörpern das Böse. Ich meine, jemand hat einen Grund, das zu tun. Wir müssen wohl Böses mit Bösem bekämpfen. Es muss etwas geben, etwas, vor dem sie sich fürchten. Ich weiß nicht. Mal sehen, was ich finden kann. Wir sehen uns bald, mein Liebling. Was, vor dem sie sich fürchten? Was, vor dem sie sich fürchten? Wenn ich ja hier oben die Dings nehme, bringt es ja nichts. Füchschen, oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Wir haben ja nicht... Es ist nur ein Hut. Nur ein Hut. Okay. Was? Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Oh. 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 Oh, hallo, kleines Baby. Wir haben dich zusammengenäht. Okay, schreien die, na super. Hab ich irgendwas, um die zu besänftigen? Nee, ne? Schrecklich. Aber hier sind sie als Jugendliche. Da
oben sind die voll alt und hier sind sie als Baby? Ich verstehe das noch nicht so wirklich. Was will mir das Spiel sagen? So süß ist diese Kuchen, sehen verdammt lecker aus. Ja, das stimmt. Lecker und wunderschön. Ist nicht mal eine Tasse. Ja. Stimmt auch. Was stand auf dem Rezept nochmal? Untersuchen. Herz eines Frosches. Oh Mann. Kopf einer jungen Jungfrau. Haare und Blut einer schwarzen Katze. Ein Pentagramm aus Asche. Die verkohlte Leiche eines Fuchses. Ich würde ja sagen, das ist Asche. Aber... Warte mal, das Brett? Hä? Ich bin so verwirrt gerade, ne? Kann ich das Brett irgendwie benutzen? Hier gibt es ja nichts. Ne? Ach, ich kann da hoch. Spiel, sag mir das doch. Könnte ich ja mit dem Messer... Ah genau, jetzt brauche ich eine Brücke, da kann ich das nutzen. Kann ich darüber? Kann ich das nutzen? Damit. Und kann ich das Seil hoch? Das Seil können wir nicht hoch, okay. Dann geht zurück und wieder runter. Und dann haben wir ja schon mal die Flasche. Yay! Okay, ich habe die ganze Zeit gedacht. Ja, wie soll das funktionieren? What? Okay. Ah, das hat gebrannt. Warum? Das ist doch kein Feuer. Oh, ich habe das Papier. Es ist auch so aufregend. Untersuchen. Die wahre Seele erkennen. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. Kämpf dich mit deiner Seele durch das Leben und du wirst den Sinn der Taten verstehen. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden und du wirst nie das Gesicht der Wahrheit erblicken. Um eine unreale Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man das Blut dessen, der das Ritual durchführt, 5 schwarze Kerzen, Asche, um ein Pentagramm zu formen. Eine blau blühende Mondlichtrose, Salz und Pfeffer, Haare Personen, die verzaubert werden soll. Man zeichnet ein Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechtecks. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke des Pentagrammes. Man füllt einen Kessel mit Wasser und fügt die anderen Elemente hinzu. Aufkochen, über die Person gießen, die man verzaubern möchte. Folgende Worte wiederholen, während man um das Pentagramm herumgeht. Bonde ihr Erkan, o ihr Bergma. O Ibur, Nam, Ibur, Ir Bonde, Ir Erkan, O I Bergma, Hofme, Mondim, Kofmia, Ibur, Ik Itios, Ibnim, Okmo, Bomek, Bu, Irmes, Isne, O. Okay, interessant. Dann brauche ich ja blaublühende Mondlichtrose noch, Haare der Person, die verzaubert werden sollen, okay. Okay, mal gucken. Frosch ist gestorben. Ist nicht gut, Flaschen zu fressen. Hast du schon eine Lösung gefunden? Na, warte mal. Gibt's hier eine Mondlichtrose? Mal. Kann ich vielleicht... Nein! So. Ich kann ihn noch bestimmt irgendwie... Die Vase vielleicht... Moment. Ich habe doch eine Vase, wenn ich doch jetzt mal das mache. Ah, da ist Asche drin. Ah. Ne, Moment. Okay.
habe einen Mondlichtsamen. Ich habe Salz und Pfeffer. Ich muss den Samen zum Lühen bringen. Aber wie? Da draußen ist zwar Mondlicht. Aber ich brauche ja schon draußen irgendwie, weil sonst ergibt das ja keinen Sinn, wirklich. Haare der Person. Ich frage mich auch, wo ich Haare der Person finden soll. Blut. Ich glaube nicht, dass das Stain ihr Blut ist. Da wurde mir gesagt, ich brauche Papier, das ich nicht habe. Schreibt sie jetzt? Ich stehe ein bisschen voll auf dem Schlauch irgendwie. Haare von deinem Kopf. Okay. Jetzt die Mädchen vielleicht wieder da. Wo sind die eigentlich hin? Jetzt brauche ich noch Blut. Von denen. Jetzt war da das Mädchen ein Spiegel. Warum ist mein Spiegel nicht, Bild nicht da? Ja, das fragen wir uns alle. War es voll. Ich frage mich, ob ich da irgendwie, habe ich irgendwas zum Auffangen? Ah, untersuche nochmal. Unglaubliche Mondlichtrose. Der, das, Blut, also von mir. Okay. Jetzt habe ich Blut von mir. Okay. Asche habe ich. Fehlen mir noch die Mondlichtblume. Wo ich aber noch nicht so wirklich weiß, wie ich dran komme. Oh. Fan, hier sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun, lernt schnell. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss die Tasche verschwinden. Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Ich dachte halt irgendwie mit dem Boden, weil hier halt das Mondlicht scheint, aber irgendwie. Was sagst du denn? Backpulver macht weiche Teig größer und schöner. Ich habe keinen Teig. Mein Lieblingsgrüner Stift. Okay, will ich ihre Handtasche nicht verbrennen? Der Besen ist auch sowas. Hä? Okay, manche Sachen ergeben für mich keinen Sinn. Ich glaube auch nicht. Doch da. Ah. Dankeschön. Wow. Es ist schon komplizierter als man denkt. Ne? Kann ich jetzt mit der Asche hier nutzen? Dass ich schon soweit alles vorbereite. So, dann. Ich glaube, das Ritual an sich. Salz und Pfeffer. Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechteck. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke. Pentagramm ist, man füllt einen Kessel mit Wasser und fügt die anderen Elemente hinzu. Auf Kochen über die Person gießen, die man verzaubern möchte. Warte mal.
Achso. Alles Wasser muss kochen. Okay, warte mal. Dann müssen wir als erstes noch knapsen. Kochen zum Kochen. Meine Mama muss also benutzen den Kessel. Achso, erst muss ich das anmachen. Okay. So, Feuer, dann nutzen, da drauf. So, irgendwie muss ich noch tun. Dann das Blut hinzu. Ah, Blut ist heute Asche um einen Peterkranz herum. Eine blau blühende Mondlicht, Salz und Pfeffer. Okay. Nutzen. Salz und Pfeffer. Und jetzt brauche ich nur noch den ihre Haare und dann schütte ich den das Zeug drüber und dann geht's Halligalli-Drecksau-Party. Ah nee, doch. Richtig. Hört mal, es fehlt etwas. Ich konnte eure Haare nicht in der Tasche finden. Haare sagst du? Man braucht keine Haare, das wissen wir. Aber schaut selbst, hier steht es im Rezept. Das stimmt, wie konnten wir das nur übersehen? Na gut, hier, jetzt bereite dich vor. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Oh, was ist denn das? Jetzt ist Haar. Gut. Okay. Ich sollte dem Mädchen sagen, dass der Trank fertig ist. Moment. Such nochmal. Herumgeht. Okay. Okay. Boop, boop, boop. Okay. Dann los. Oder ich würde sagen, wir gucken uns das einfach im nächsten Part an, was passiert. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal beim Ritual, wo wir die wahre Gestalt der Mädchen rausholen. Bis dahin, ciao!